Das Lehmbruck-Museum liegt im Kantpark, umgeben von Natur und zahlreichen Skulpturen im Außenbereich. Es zeigt eine einzigartige Sammlung internationaler Bildhauerkunst der Moderne. Im Zentrum des Museums steht das Werk des Duisburger Künstlers Wilhelm Lehmbruck, des bedeutendsten deutschen Bildhauers an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Lehmbruck-Museum wurde 1964 von Lehmbrucks Sohn Manfred gebaut. Auf 5000 Quadratmetern Fläche begegnen sich die Welt der Skulptur und die Skulpturenkunst der Welt. Darüber hinaus sind im Lehmbruck-Museum Gemälde und Zeichnungen zu sehen. Salvador Dalí, Pablo Picasso, Niki de Saint-Phalle, Joseph Beuys, René Magritte. Die Zahl der großen Namen, deren Werk sich um die rund 100 Plastiken von Wilhelm Lehmbruck gruppiert, ließe sich noch lange fortsetzen. Insgesamt umfasst die Sammlung des Museums inzwischen über 1000 Skulpturen, 300 Gemälde und 2500 Zeichnungen.